Es ist ein leichtes, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un als Witzfigur abzuhaken. Seine inszenierten Auftritte im Staatsfernsehen als großer Militärstratege wirken alles andere als überzeugend. Wie der pausbäckige Despot einzuschätzen ist, dazu hat sich eine überraschende Zeugin geäußert. Kim Yun-hee war nordkoreanische Spionin, noch unter der Führung des Vaters Kim Jong-il. Er ist zu jung und unerfahren. Er versucht mit allen Mitteln, die Loyalität des Militärs zu gewinnen. Die Ex-Spionin hatte in ihrer aktiven Zeit ein südkoreanisches Passagierflugzeug mit 115 Menschen an Bord in die Luft gesprengt. Ein südkoreanisches Gericht hatte später ihre Todesstrafe revidiert, da sie ein Opfer von Gehirnwäsche gewesen sei. Ob unerfahren oder nicht, die Drohungen des Kim-Regimes lassen sich kaum mehr ignorieren, auch in Washington nicht. US-Verteidigungsminister Chuck Hagel trat am Mittwoch vor die Reporter, um einen eindeutigen Strich zu ziehen. North Korea has been Nordkorea schlittert mit seiner Kriegsrhetorik sehr nah an einer gefährlichen Linie entlang. Unser Land hat alle Kapazitäten, um mit jeder Aktion Nordkoreas umzugehen. Deutliche Worte an den Mann mit den vielen Kriegsvideos. Dieser hat zumindest eins erreicht: den Erzfeind USA aus der Reserve zu locken.